Die Deutschen, sie wandern zu Millionen ab. Und jetzt kommt endlich ein Statement der Bundesdruckerei, was es denn mit den vielen Reisepässen so auf sich hat, die inzwischen Monate auf sich warten lassen. Sie haben auch Zahlen veröffentlicht, wie hoch die Zahlen der Beantragung sind. Und man kann nur sagen, Millionen Deutsche bereiten sich anscheinend auf ihre Flucht aus Deutschland vor. Die Zahlen, sie sind wirklich spektakulär hoch. Auch die Ausreden der Bundesdruckerei, sie sind phänomenal. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich hatte es schon mal erzählt in diesem Land, die Odyssee, wie man inzwischen an einen Reisepass kommt, ist wirklich phänomenal. Diese Reisepässe gibt es nicht mehr, die hat man abgeschafft zu Ende letzten Jahres und sie konnten nicht rechnen und sie können es bis heute nicht, sie können nicht rechnen und deswegen sind sie hier phänomenal überfordert und die Bundesdruckerei bzw. die Bundesregierung antwortet für die Bundesdruckerei: Das zyklische Nachfrageverhalten ist seit Jahresbeginn 2024 aufgrund mehrerer Ursachen auf nicht berechenbare Weise durchbrochen worden. Und das ist eine glatte Lüge. Das war sowas von glasklar und berechenbar, dass das ganze System hier an das Ende kommt. Aber fangen wir doch nochmal an. Die Bundesdruckerei GmbH ist hervorgegangen aus der Reichsdruckerei, die 1879 gegründet wurde. Sie sitzt im Berliner Ortsteil Kreuzberg, sie ist also hier mitten in der Stadt, macht fast 1 Milliarde Euro Umsatz pro Jahr mit dem Erstellen von Personalausweisen, Führerscheinen, Reisepässen und Führungszeugnisse machen sie, glaube ich, auch, bin ich mir gar nicht sicher, machen die Führungszeugnisse? Ne, die kommen aus Bonn, ne? Aus dem Justizministerium. Auf jeden Fall haben sie hier auch Geschäftsführergehälter, die sind jenseits von Gut und Böse. Der Chef dieser Bundesdruckerei verdient 553.000 Euro im Jahr als Festgehalt für einen Geschäftsführer. Ob das noch marktüblich ist, ich würde sagen, nein, das ist marktunüblich. Das ist ziemlich viel Geld. Es gibt dann selbstverständlich noch die Gehälter von weiteren hohen Angestellten. Allerdings gibt es hier einen flexiblen Bonus. Es ist ja schon ein starkes Stück, dass hier der Chef der Bundesdruckerei, der diese Pässe macht, doppelt so viel Geld verdient wie unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Nicht, dass Herr Scholz das verdient hätte, aber der Chef der Bundesdruckerei hat es noch weniger verdient. Und sein variabler Bonus von bis zu 330.000 Euro extra ist abhängig am Jahresergebnis der Bundesdruckerei. Und das ist eine Schweinerei. Sie machen hier mehrere hunderttausend Euro Gewinn, beziehungsweise der Erlös 2022 waren 449 Millionen Euro. Das heißt, der Staat zieht uns ab mit seinen Pässen. Sie könnten die Hälfte kosten und sie würden immer noch kostendeckend arbeiten. Nein, stattdessen gibt es hier einen erlösabhängigen Bonus für den Geschäftsführer, der dann am Ende, wenn er den Bonus bekommt, das vierfache Gehalt von Olaf Scholz hat. Dafür, dass wir alle monatelang warten auf Pässe, weil sie überfordert sind. Und hier gibt es jetzt in einer Antwort der Bundesregierung wirklich spannende Aussagen. Es gibt Zahlen zum Antragsvolumen vor Corona. Das lag zwischen 3,9 und 4,2 Millionen Reisepässen pro Jahr. Jetzt haben sie allerdings 2022 und 2023 schon 5,1 und 5,3 Millionen Pässe erstellt. Das ist, wenn man die Corona-Jahre in Betracht zieht mit 2,6 und 3,3 Millionen Pässen, eigentlich nur der Ausgleich für die ausgebliebene Passbeschaffung während Corona. Jetzt kommt allerdings der Knaller. Waren im Jahr 2018 es noch 3,9 Millionen Reisepässe, die man beantragt hat, so sind es dieses Jahr mit Stand 30.06. schon 3,9 Millionen Reisepässe gewesen. Das heißt, wir haben eine Verdopplung dieser Zahlen seit 2018 und das kann man wirklich nicht mit normalen Gründen erklären. Es gibt hier noch diesen verbotenen Kinderreisepass, diesen hier. Da habe ich euch schon mal erklärt, da waren sie zu blöde am Anfang zu rechnen. Und zwar war dieser Pass hier 6 Jahre lang gültig und sie haben das dann geändert, erst, dass er 1 Jahr gültig bleibt. Und dann haben sie 1 Jahr später gesagt, nee, wir schaffen ihn doch ab. Jetzt gab es natürlich noch Pässe mit 4 oder 5 Jahren Restlaufzeit, die alle ihre Gültigkeit verloren haben. Und jetzt wundern sie sich, dass letztes Jahr 1 Million Kinderreisepässe
ausgegeben wurden. Aber dieses Jahr, Stand 30.06., schon weit mehr als 1 Million Reisepässe beantragt wurden für Kinder. Ja, Leute, da war der Logikfehler im Kopf. Wenn etwas 5 Jahre gültig ist und verliert an einem Tag die Gültigkeit, bestellen alle Leute aus den 5 Jahren danach einen neuen Pass. Nein, damit haben sie nicht gerechnet, damit sind sie überfordert gewesen. Das ist wirklich phänomenal. Die Bundesdruckerei, sie arbeitet im 3-Schicht-Betrieb, auch am Wochenende, und kommt wirklich nicht hinterher. Für Abhilfe wird gesorgt. Es sind 2 neue Produktionsmaschinen bestellt. Die werden Anfang 2025 dann eintreffen. Und es ist wirklich bezeichnend, dass die Deutschen hier so einen riesigen Run auf die Reisepässe eröffnet haben. Wenn man das statistisch sich anlegt in einer Grafik, dann haben wir hier eine krasse, krasse Zunahme aktuell von fast 50% der bestellten Reisepässe. Das hat nichts mit Reiselust zu tun. Die Bundesregierung hat selbstverständlich hier auch eine Erklärung. Und zwar sind für die Regierung mögliche Gründe das anhaltend veränderte Reiseverhalten, insbesondere die Zunahme von Fernreisen außerhalb der EU. Es gibt keine Zunahme von Fernreisen außerhalb der EU. Also völliger Humbug, was die Bundesregierung hier schreibt. Es soll von 2023 auf 2024 jetzt eine Zunahme von Fernreisen geben. Nee, Leute, nee. Das ist einfach völliger Humbug. Ich habe die Fernreise gemacht letztes Jahr, vorletztes Jahr. Da gibt es keine Zunahme, es gibt eher eine Reduktion der Sitzplatzkapazität. Es gibt hier auch der Brexit, der damit zusammenhängt, weil es jetzt eine Passpflicht auch für Reisen nach Großbritannien gibt. Mag sein, werden aber keine Millionen von Leuten sein, die da immer rüber müssen. Die steigenden Einbürgerungszahlen, die sind auch mit dran schuld, aber da reden wir über 200.000 Pässe pro Jahr mehr. Wir sind jetzt aktuell dabei auf dem Wege, dass wir dieses Jahr 8 bis 9 Millionen Reisepässe beantragt kriegen und normalerweise sind es 4 bis 5 Millionen. Also wir haben hier nicht nur 200.000 Eingebürgerte irgendwie, die einen Pass brauchen. Nein, hier geht es wirklich, wie Sie schreiben, das Sicherheitsbedürfnis, einen Pass zu besitzen. Genau dieses Bedürfnis, einen Pass zu besitzen und jederzeit dieses Land verlassen zu können und sagen zu können, spielt euren Wahnsinn alleine weiter, spielt euren Krieg gegen Russland, ich mit meiner Familie, ich bin weg. Pässe gelten noch bis 2030, noch muss ich nicht so schnell da wieder hin, außer bei den Kindern, da wird das mit den Fotos wohl irgendwann sich erledigt haben, aber sagen wir mal so, Pässe sind gültig bis 2030, 2027 werde ich mir 4 neue holen, 4-mal neuer Reisepass kostet ja dann auch, also ist ja schweineteuer, aber ihr habt gesehen, sie machen Gewinn damit. Sie machen wirklich Gewinn damit. Aber sie können sich bis heute nicht erklären, warum der Run auf diese Reisepässe so groß und so stark ist. Ich kann es euch sagen, die Deutschen, sie verlassen das Land. Sie haben keinen Bock mehr. Ich selbst bin auch dabei, alles in die Wege zu leiten und vorzubereiten, in ein paar Jahren dieses Land zu verlassen. Am Ende wird die Politik darüber entscheiden, wie schnell wir gehen müssen. Es gibt jetzt hier die Zahl der Auswanderer und kann man auch sehen, seit Corona 1 Million im Jahr 2021, 1,2 Millionen im Jahr 2022, letztes Jahr auch 1,26 Millionen Leute, die dieses Land one way verlassen haben und das sind überwiegend deutsche Staatsangehörige und Staatsbürger. Wir werden jetzt wohl vermutlich bald den Hochpunkt wieder erreichen, den Hochpunkt, den hatten wir 2016 haben 1,36 Millionen Menschen dieses Land verlassen. Ich wette, wir werden auch bald 1,5 bis 2 Millionen Menschen sehen, die einfach sagen, ich bezahle euren Wahnsinn nicht weiter mit meinen Steuern. Bleibt da, wo der Pfeffer wächst. Ich gehe dahin, wo es schön ist. Ich bin gespannt, wie Sie das Ganze jetzt hier wieder verargumentieren wollen. Auch wieso der Chef der Bundesdruckerei das 4-fache Gehalt von Olaf Scholz bekommt. Es ist wirklich phänomenal, aber ich kann euch nur raten, wenn ihr einen Pass braucht, geht los, beantragt ihn. Aktuelle Bearbeitungszeit 8 bis 12 Wochen. Sie haben jetzt auch im Juni und Juli noch täglich neue Bestellrekorde. Es wird quasi jeden Tag mehr bestellt, als jemals zuvor bestellt wurde. Da könnt ihr mal sehen, was los ist in diesem Land. Das hat nicht nur damit was zu tun, dass die alle in Urlaub fahren wollen. Ja, in Europa braucht ihr den nicht. In der Türkei könnt ihr mit einem Kind mit einem Personalausweis einreisen. Vorläufiger Personalausweis wird sofort ausgestellt. Aber naja, Zahlen über vorläufige Reisepässe, diese grünen hier, habe ich leider keine bekommen. Wäre auch mal interessant, wie viele dieser Ersatzpapiere man hier ausstellen muss für extra Geld.
weil die Bundesdruckerei zu langsam ist, für teuer Geld diese Dinge hier herzustellen. Aber sie arbeiten rund um die Uhr, wie sie sagen, 7 Tage die Woche, 3 Schichten pro Tag und kommen dennoch nicht hinterher. Das ist ein Warnsignal, ein wahres, wahres Warnsignal für diese Republik. Und sie werden es verschlafen, wie die Politik bisher alles verschlafen hat. Denn sie sind Wahnsinnige. Sie sind wirklich Wahnsinnige. Ihr müsst dazu wissen, Politiker haben spezielle Pässe. Also unsere Politiker kriegen extra Reisepässe in Blau. Und zwar, die werden vom Deutschen Bundestag beantragt und dann gibt es Diplomatic Passports. Das sind blaue Pässe, die sind für Abgeordnete und Regierungsmitglieder. Also zum Beispiel Frau Baerbock hat dann einen blauen Pass für Diplomatic Personnel. Und bei den Ministern bin ich mir gar nicht sicher, ob die den behalten dürfen. Aber ein einfacher Abgeordneter darf sich den Pass dann abholen, den Diplomatenpass, darf damit seine Dienstreise machen. Und wenn er zurückkommt, wird vom Bundestag dieser Pass wieder einkassiert, weil man mit diesem Diplomatenpass sich nicht in Deutschland bewegen soll. Der ist nur für Auslandsreisen gedacht. Ob die auch 3 Monate warten, ich kann euch sagen, nein, das geht relativ schnell und kostet gar nichts. Zahlen wir von den Steuern dann einfach mit. So wie das immer ist in diesem Land, du und ich, wir bezahlen und zwar so lange, bis wir uns im Koffer packen und gehen oder das System einfach zusammengebrochen ist. Schreib mir mal deine Meinung, hast du dir auch schon einen Reisepass besorgt oder bist du noch auf dem Warteticket der Bundesdruckerei oder sagst du, du wirst dieses Land sowieso nicht verlassen, sondern du wirst stehen kämpfen bis zum bitteren Ende. So Leute gibt es auch. Schreib mir deine Meinung unter dieses Video, abonniere den Kanal, schau auch auf X und Telegram vorbei für die unzensierten Bilder, die YouTube dir nicht zeigen möchte. Und damit ciao, bis bald.